Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Wie auch beim Shopping-Vlog habe ich auch bei diesem Video Intro und Outro in New York vergessen. Dementsprechend heiße ich euch jetzt hier von zu Hause aus herzlich willkommen zum zweiten Video aus New York, der XXL. Und das ist wirklich XXL, Digga, das Video geht 20 Minuten oder so. New York Food Tour, wir waren eine Woche in New York. Ich habe eine Woche lang alles gefilmt, was wir gegessen haben und dementsprechend... Ihr habt hier ein Riesenportfolio. Bis auf zweimal Pizza essen abends habe ich wirklich jede Mahlzeit gefilmt. Und ihr habt hier alles super zusammengefasst. In diesem Video solltet ihr mal in New York sein. Habt ihr gute Foodspots, schlechte Foodspots. Alles ist in diesem Video dabei. Übrigens, genau wenn das Video online kommt, heute um 18 Uhr, diesen Sonntag, kommt der allererste Post vom Shooting auf dem Sekulite Instagram-Account. Deswegen hier mal eingeblendet, checkt den Instagram-Account ab. Heute um 18 Uhr kommt der erste Post vom Shooting. Sehr, sehr geil geworden. Ihr seht neue Sachen, also weitere Leaks. Viel mehr will ich gar nicht labern. Viel Spaß mit dem Video, viel Spaß mit den Foodspots. Ich hoffe, ihr habt Hunger und ich hoffe, ihr seid irgendwann in New York und könnt es alle testen. Let's go. Viel Spaß, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Wir befinden uns jetzt hier gerade beim allerersten Foodspot aus diesem Video. Ihr wisst es, Frühstück, amerikanisch typisch, würde ich mal sagen, sind Bagel. Glücklicherweise haben wir tatsächlich genau gegenüber von unserem Hotel einen Bagelladen, der sogar extrem gut ist, den ich auch vorher schon rauszug hatte. Und der ist einfach wirklich genau gegenüber. Hier sitzen wir auch gerade. Best Bagels heißt das Ganze. Und wir haben uns jetzt einen Cream Cheese Bagel bestellt. Ganz klassisch, mit extra viel Cream Cheese. Aha, hier haben wir das gute Stück. Schön warm. Mach mal auf. Boah. Sehr, sehr geil. Also man schmeckt halt obvious Cream Cheese und Bagel. Mehr ist da nicht drauf. Aber der Cream Cheese ist sehr lecker. Leicht warm, geschmolzen mit dem getoasteten Bagel. Der Bagel auch sehr, sehr fluffy. Und ja, gut. Wir haben jetzt aufgegessen, wir laden es irgendwo da ganz hinten und ich gebe dem Bagel abschließend eine 8 von 10, würde ich sagen. War halt eben auch nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, wie geisteskrank. Aber für $5 zum Frühstück entspannt war es ein sehr, sehr guter Einstieg. Es ist Mittag, wir haben natürlich wieder Hunger und der nächste Spot, Los Tacos Number One, habe ich sehr, sehr oft bei TikTok gesehen. Jeder meinte, es ist unnormal krass, steppen rein und dann... Denke ich mal, essen wir Tacos. Los Tacos Number One. Der Laden auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr entspannter Vibe. Man kann sich hier auch einfach sein Getränk so aus dem Eis rausnehmen. Was ist das für eine Fanta? Ich pick mir auf jeden Fall eine mexikanische Cola. Habe ich sehr viel von gehört. Ich denke mal, ich gehe mit dem Carne Asada. 4,95. Sieht auf jeden Fall, ja, weiß ich noch nicht. Ich habe hier Steak, Guacamole, Salsa. Schwierig. Also, kleines Fazit zum Laden. Der Taco war also wir waren jetzt, glaube ich, Real Talk 5 Minuten im Laden. Und dessen, dass der Laden halt so krass angepriesen war, hatte ich jetzt voll die hohen Erwartungen, aber irgendwie. Ja, schwer. Vor allem hat halt so ein Taco irgendwie, weiß ich nicht, $5 gekostet. Und ich hätte jetzt safe davon 20 essen können. Ich würde dem ganzen Preis Leistung so eine 7 von 10 geben. Weiter geht's. Mein allererster $1 Slice Pizza hier in New York hat doch tatsächlich wirklich $1 gekostet. Gut. Also ich sag euch ehrlich, für $1 vollkommen, also sehr stabil. Das Abendessen ruft. Wir sind beim Thailänder Lan Lap Chiang Mai. Und ich denke, ich werde mit dem Pad Thai gehen. Das sind so, ja, Nudeln. Ich glaube, kann man hier aber auch lesen. Seht ihr gleich. Ich denke, das werde ich nehmen. Mit Chicken. Kostet dann $15. Ist eigentlich auch ganz okay. Das hier ist die View. Laden hat auch eigentlich ganz gute Bewertungen. Drin ist auch noch ein Space. Me the Pad Thai with Chicken. Essen ist da. Ihr könnt sehen. Pad Thai, was ist das denn nochmal? Soja. Sojasprossen. Ja. Ich meine natürlich Sojasprossen. Boah, ist sehr heiß, okay. Guten. Boah, das schmeckt genau wie ein bisschen. Die Mette ins Auge gehauen. Machen die Mette drüber. Sehr, sehr lecker. Ich kann es jetzt schlecht beschreiben. Schmeckt auf jeden Fall gut. Ich werde jetzt aufessen. Bisschen süßlich, ne? Ja, so ein bisschen süß. Wegen der Erdnuss auch. Was hast du nochmal? Tomka-Suppe. Mit Hühnchen. Sehr, sehr
gut sieht die auf jeden Fall schon mal aus. Ich muss sagen, ich gebe dem Ganzen am Ende des Tages eine 9 von 10. Es war wirklich extrem lecker. Es war nicht ganz so, es war jetzt nicht übertrieben billig, aber auch nicht mega teuer. Es war ein sehr guter Preis. Es gab sehr viel Auswahl, volles Personal, das Essen kam extrem schnell und es war einfach unfassbar lecker. Zum Abschluss des Abends gibt es jetzt noch eine schöne Kugel Eis und ich habe das hier gesehen. Reese's Peanut Butter Cup. Da sage ich nicht nein. Ah, das ist doch nicht. 1 Scoop 750. Das war's. Es ist Mittag, wir haben Hunger. Seht ihr, was ich sehe? Der Halal Guys. Viele kennen es wahrscheinlich, viele vielleicht nicht. Chicken over Rice, $10, Größe L. Sehe ich mich. Da haben wir's. Ich zeige euch gleich, wie es aussieht. Die Dame bestellt jetzt auch noch was, aber ich glaube, meine Mom holt sich Falafel-Sandwich. Allererster Blick. Das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Ich weiß nicht, was hier alles drauf ist. Kann man jetzt schlecht sehen. Wir haben ein paar Chicken, Reis, wir haben hier Tomaten, Brot, White Sauce, bisschen Hot Sauce. Das ist irgendwie mal vermengt alles. Das ist ein bisschen trocken. Also ich muss sagen, mein einziger Kritikpunkt ist einfach, dass es ein bisschen zu trocken ist. Also hier ist halt relativ wenig Soße im Verhältnis. Aber der Geschmack von dem Reis, vom Chicken mit dem Brot, Salat, Tomaten, auch die Soße generell ist sehr lecker. So als Mittagessen zwischendurch, so unterwegs auf schnelle Welle für $10, macht man eigentlich nichts falsch. Ich würde dem Ganzen jetzt so Preis-Leistung mit Geschmack eine 8 geben. Eine stabile 8. Tut mir alle. Ich lasse jetzt auf und dann sehen wir uns beim Mittag. Nee, habe ich gerade gegessen. Sehen wir uns beim Abendessen wieder oder beim Snack zwischendurch, keine Ahnung. Dann morgen. Weiterer Tag, ein weiterer Bagel. Diesmal jetzt hier in der Nähe vom World Trade Center. Für uns geht es nämlich gleich zum 9/11 Memorial. Aber vorher müssen wir was essen und jetzt ist ein Bagel. Hier bei Lazzaro, wie auch immer, sind wir spontan vorbeigelaufen. Kein besonderer Laden, auf schnelle Welle. Das hier ist das gute Stück. Ein Sesame Cream Cheese Bagel. Sieht schon mal ganz gut aus. Der Bagel am ersten Tag war bis jetzt der beste. Was hat der gekostet? Ich glaube auch $5. Der war bis jetzt top. Der hier kostet $4, ist auf jeden Fall nicht so geil wie der beim ersten Tag. Aber der geht auch klar. Halt ein Bagel, eine Cream Cheese, soll ich euch sagen. Ist jetzt kein großes Meisterwerk. Bekommt von mir eine abschließende 7 von 10. Wir haben, ich glaube, 16 Uhr oder so. Ihr wisst, was das heißt. Ich könnte natürlich jetzt zu Berlin Döner gehen. Aber ich will zu 7th Street Burger. Das ist der Laden von innen. Sehr, sehr unscheinbar. Sehr klein. Es gibt 3 verschiedene Burger. Cheeseburger, Impossible Burger und Double Cheeseburger. Das war's. Kommen wir zu unserer Bestellung. Wir haben hier einmal Pommes, die tatsächlich, ich hoffe, das fällt jetzt nicht runter, sehr, sehr lecker aussehen. Ich probiere mal direkt. Mmh, oh mein Gott. Die sind sehr lecker. Ich weiß nicht warum, aber die sind schön knusprig. Trotzdem weich in, sehr, sehr gut gesalzen. Kommen wir dann zum Burger. Der ist tatsächlich ein bisschen kleiner, als ich gedacht hätte. Ich habe gedacht, der wäre jetzt ein bisschen größer. Wir schauen mal. Ach so, es ist ein Smashed Burger, das wusste ich gar nicht. Sehr, sehr weiches Bun, gesmashed, Soßen, oben haben wir noch Käse, Zwiebeln. Boah, boah, dieses Bun ist so richtig buttrig, schön weich, schön fettig auch. Geiles Fleisch, geile Soße. Burger ist aufgegessen, jetzt werden noch die Pommes hier vernichtet und dann habe ich, naja, wobei nicht, ich bin eigentlich nicht satt, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Also ich sage euch ganz ehrlich, der Laden bekommt von mir eine 9 von 10. Pommes waren richtig geil, Burger war richtig geil, Preis war auch okay. Ich glaube, der Burger hat irgendwie $5 gekostet, die Pommes $3. Ich habe auch eigentlich nichts auszusetzen, außer dass der Burger ein kleines bisschen größer hätte sein können. Ansonsten war alles top, deswegen Props an den Laden und ich brauche noch ein Dessert. Tatsächlich keine 10 Minuten später sind wir am nächsten Spot. Levain, Levant, wie auch immer, Bakery. Und zwar habe ich bei TikTok gesehen, die haben unfassbar verrückte Cookies. Ich blende euch jetzt mal einen Clip ein, da könnt ihr sehen, es läuft so die Schokolade und was weiß ich alles. Yo, chillig, 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 chillig. Das ist der Laden von innen. Das ist die Karte. Fokus liegt natürlich auf die Cookies. Und ich denke, ich werde den Two Chip Chocolate Chip Cookie nehmen. So sehen die Brés aus. Kosten jeweils $5. Aber, Digga, das sind miese Oschis, das sage ich euch ehrlich. Und wenn ihr wissen würdet, wie das hier gerade riecht. Ja, da werden die Brés geholt. Bitte ist der warm, hoffentlich ist der so schön lauwarm. Okay, versteht nicht, hier ist sehr laute Musik, aber wir machen jetzt ein kleines Live-Unboxing. Das hier ist der Sticky, ist noch schön lauwarm, gefällt mir. Wir machen jetzt mal den Test bei TikTok, wir haben den immer so auseinandergerissen, dann war das innen so flüssig. Oh mein Gott. Boah, wie geil, Alter. Boah, wow. Ich kann ja sagen,
Das ist der leckerste Sushi, den ich je mal gegessen habe. 5 Dollar absolut wert. Das ist so cool, ey. Oh. Abschließendes Fazit, ich glaube, ich muss jetzt nicht groß argumentieren oder so. Ich gebe dem Laden eine ganz klare 10 von 10. Das war der beste Cookie, den ich je gegessen habe, mit weitem Abstand. Ich wüsste jetzt nicht, was da andersweise dran kommt. Natürlich, klar, der Cookie hat jetzt 5 Dollar gekostet, was sehr, sehr viel ist. Aber der war erstens extrem groß. Das war wirklich, der war so, ne? Das war wirklich so ein Ding. Ich habe auch in der Aufnahme gesehen, wie riesig das Teil war. Der war warm, die Schokolade war lecker, der Service war nett. Also eine Gaskarre 10 von 10. Ich habe gar nichts auszusetzen. Ich fetze mir jetzt auf Sponti, by the way. Wieder ein Taco bei Los Tacos. Waren wir ja vorgestern, glaube ich, schon. Ich habe irgendwie Bock drauf, deswegen. Diesmal habe ich auf jeden Fall hier noch Tomaten drauf gemacht, den Rest mag ich nicht. Mal gucken, wie es diesmal schmeckt. Sieht auf jeden Fall besser aus. Also trotz dessen, dass meine Fresse brennt und ich nichts zu trinken habe, war es auf jeden Fall sehr, sehr nice und viel, viel besser als beim ersten Mal. Ich glaube, der Grund dafür war erstens, dass ich diesmal Chicken genommen habe und ich habe halt so Tomaten und so weiter mit drauf gemacht und das hat dem Ganzen nochmal so ein bisschen Pep gegeben. Ich habe keine Ahnung, was ich beim ersten Mal für ein Rating gegeben habe, aber ich stoße auf jeden Fall nochmal um 0,5 hoch. Also es war diesmal wirklich besser, hat sehr lecker geschmeckt. Dann morgen. Guten Morgen. Wir haben den nächsten Tag. Für uns geht es jetzt erstmal frühstücken. Ich habe gestern Abend komplett vergessen zu filmen. Wir haben noch einen Pizza-Slice gegessen bei Upside in Soho. Da war ich auch am zweiten Tag mit Leon schon, aber da habe ich auch vergessen zu filmen. Und jetzt steppen wir zu einem Frühstücksladen, der Mamans heißt. Hatte eine ganz gute Bewertung, ist auch irgendwie nur 100 Meter entfernt. Oh mein Gott! Und dementsprechend checken wir das jetzt mal ab. Ich nehme euch mit. Ich denke mal, ich gehe mit dem Mamans Breakfast Sandwich. So sieht's aus. Ich nehme mal das Messer hier raus. Dann kann man das Ganze mal aufklappen. Und wir sehen ein Ei, Avocado. Das hier ist, ich weiß gar nicht, was das ganz genau ist. Fleisch oder so? So ein bisschen Vibes von diesem Frühstückssandwich aus L.A. Das war aber ein bisschen ehrenloser, was Kalorien betraf. Ich nehme einfach mal Messer und Gabel und schneid mal das ab. Aber da stand Brioche-Bun, ist das doch kein Brioche-Bun, oder? Aber lecker. Nicht so ungesund wie in Los Angeles, was ganz gut ist. Avocado geil, Ei geil, Tomaten geil, Soße geil. Sandwich wurde vernichtet. Das hier ist, by the way, die Location. Da geht es auch noch weiter rein, da sind auch noch Sitzplätze. Kleiner Stopp zwischendurch, ist jetzt kein richtiges Mittagessen, weil wir sind hier gerade vorbeigelaufen. Dieser Mexikaner hier, könnt ihr ja sehen, sieht irgendwie so auf Loft angelehnt, sehr industriell und irgendwie dachten wir gehen mal hier rein. Das ist die Karte, es gibt Quesadillas, Tacos, Vorspeisen, Breakfast-Tacos, Burritos. Da wir nicht so krass Hunger haben, haben wir jetzt Mais genommen und einmal Guacamole mit so Nachos mäßig. Der Laden heißt übrigens Tacombi. Auch hier in Soho. Ungefähr 2 Minuten später ist das Essen angekommen. Wir haben hier einmal Korn, also Mais mit, ich weiß gar nicht ganz genau, oder Soße, Parmesan, hier einfach mal. Nie gegessen, so in der Art. Kann ich irgendwie schlecht identifizieren. Also ich habe sowas noch nie gegessen. Aber schmeckt geil. Mais ist so leicht angeröstet. Hier haben wir die Nachos. Guacamole, das ist unnormal viel. Ich teste einfach mal. Guacamole schmeckt unnormal frisch. Wie geil das bei uns im Supermarkt. Bisschen säuerlich auch, also ein bisschen mit Zitronen oder so drauf. Die sind auf jeden Fall auch selber gemacht, das schmeckt man. Boah. Das ist sehr, sehr geil. Real Talk, das war unnormal nice. Also es war die beste Avocado, die ich je gegessen habe. Und die Nachos waren geil. Der Mais war krank. 10 von 10 Laden, Real Talk. Wow. Auf Empfehlung von Leon. Sind wir jetzt bei Emporio. Ist ein Italiener. Meiner Meinung nach die beste Pizza in New York. Ich weiß nicht, ob ich Pizza esse. Ich bin eher gerade so auf dem Nudeln-Trip, aber wir testen mal. Das hier ist die Karte. Kleiner Überblick. Nudeln, Stardust und auch Pizza da oben. Das sind die Preise. Nicht gerade billig, sagen wir mal so. Aber ich habe auch die Tage gelernt, New York ist einfach nicht billig. Wir wollten aber auf jeden Fall einen Abend so ein bisschen schicker essen gehen, deswegen passt das. Und ich denke, ich gehe mit den Trüffelnudeln, weil Trüffel enttäuscht mich nie. Sah noch bei Instagram sehr, sehr geil aus, deswegen werde ich mit denen gehen. Vorspeise ist angekommen. Wir haben Focaccia mit, was ist das? Ricotta und Honig, genau. Boah, das schmeckt crazy. Real Talk, ganz klarer 10 von 10. Das schmeckt unfassbar. Also das hier habe ich in der Kombi noch nie gegessen. Ricotta mit Honig. Wow. Hauptgang ist angekommen. Das hier wäre die Pizza. Sieht sehr, sehr böse aus. Und hier haben wir meine Trüffelnudeln. Habe ich so in der Art auch noch nie gesehen. Ich checke auch nicht wirklich, was hier alles drauf ist. Also hier sind Pilze. Das hier sieht irgendwie aus wie eine Frikadelle. Ich muss das probieren, dann sage ich euch.
so eine Art noch nie gegessen. Schmeckt unfassbar krass, auch mit diesem Käse hier oben drauf. Aber ich gebe euch gleich draußen einen Bericht, wenn ich aufgegessen habe. Wir essen jetzt hier in Ruhe auf. Emporio-Feedback vergessen deswegen von hier. War sehr gut, war aber auch nicht die beste Trüffelpasta, die ich je gegessen habe. War auch nicht die beste Pizza, die meine Mom je gegessen hat. Dementsprechend Preis-Leistung, weil es sehr teuer war, kriegt das Ganze eine 8. Vielleicht sogar eine 7,5, weil es war wirklich unnormal laut in dem Laden. Es war auch nicht so entspannt, weil neben uns war so ein Frauentisch, die haben so geschrien die ganze Zeit. Also, ja, doch nicht so geil gewesen, wie ich am Anfang gedacht habe. Aber es war an sich trotzdem lecker. Ich werde jetzt übrigens nur für dieses Video Prime testen. Der Lachs kostet 5 Dollar. Dafür bitte jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Nee, Spaß, aber mich hat eh mal interessiert, wie das Ganze schmeckt. Deswegen, ich habe jetzt Lemon Lime. Wir machen ein kleines Live-Tasting. Schüttel einfach mal, warum auch immer. Lemon Lime, wie viele Kalorien hat die Kacke? 20 Kalorien? Das ist wenig, oder? Ja, das ist, glaube ich, ganz wenig. Riecht ein bisschen wie Lemon Soda, also sehr säuerlich. Schmeckt nach purem Zucker. Wie kann das 20 Kalorien haben? Das schmeckt nur noch Zucker. Boah, nee, das ist nicht geil. Das ist gar nicht geil. Kleine Grüße gehen raus an Case I und Logan Paul. Ich weiß doch nur der Geschmack. Aber Lemon Lime ist es nicht. Dann morgen. Herzlich willkommen zum letzten Tag hier in New York und auch gleichzeitig dem vom Wetter her fast, würde ich sagen, sogar besten Tag in New York. Und wir sitzen jetzt hier im altbekannten Bagelladen vom ersten richtigen Tag, glaube ich. Da haben wir auch morgens hier ein Bagel gefrühstückt. Wir haben jetzt insgesamt 2 Bagels bestellt, 2 Smoothies und haben 50 Dollar dafür gezahlt. Naja, ich bin gespannt. Jetzt warten wir auf das Essen und dann hauen wir rein. Hier sind die Bagels und hier sind die Smoothies. Mein Bagel. Lachs, Cream Cheese. Ja, der ist echt fett. Boah. Was hast du mit Ei, ne? Ei und Käse. Boah, der ist sehr geil. Der ist sehr, sehr lecker. Der heißt Tropical Punch, also der ist mit Ananas, Orange, Banane, Erdbeere, glaube ich auch. 10 von 10. Unnormal krass. Mega leckerer Lachs, mega geiler Cream Cheese, mega leckerer Bagel. Schön getoastet, perfekte Menge, sehr viel Lachs auch, sehr viel Cream Cheese und der Slap, der ist sehr, sehr geil. Abschließendes Fahrt. Nice. Abschließendes Fazit. Ich würde dem Ganzen eigentlich echt gerne 10 von 10 geben, weil es ja wirklich der Smoothie und auch der Bagel unfassbar krass. Aber aufgrund dessen, dass wir 50 Euro bzw. 50 Dollar für 2 Bagel und 2 Getränke ausgegeben haben, ist es einfach Preis-Leistung, ja, keine 10 von 10 mehr. Dementsprechend gebe ich dem Ganzen im Gesamten eine 9 von 10. Hier kann man dann bestellen. Ich glaube, das Ganze gemacht. Das ist die Karte, verschiedene Salads, verschiedene Bowls. Digga, ich bin mies überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll. Hier sind die beiden Bowls. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich genommen habe. Ich zeige es euch gleich. Ich weiß jetzt nicht, welcher meine. Also ich mache mal den hier auf. Und das ist nicht meiner. Aber der sieht geil aus. Das ist deiner, oder? Ja. Dann ist das hier wahrscheinlich meiner. Warum habe ich denn Brot und du nicht? Aber der sieht auch sehr gut aus. Ich habe ganz viel Spinat, Chicken, Reis, Gurke, Tomaten, glaube ich auch, Zwiebeln. Also mein allererstes Mal gesund essen in New York. Ich habe aber Bock drauf, weil die ganzen Tage Fastfood und so weiter, irgendwann reicht es auch. Guten Appetit. Deswegen sehr, sehr geil. Ich habe auch irgendwie so Crunch-Reis mit drin. Das ist das hier. Hast du Crunch, weiß keine Ahnung. Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Ich bin kein Salatexperte, keine Ahnung. Ich esse es jetzt auf und dann. Ich habe aufgegessen. Ihr könnt es sehen. Und ich muss wirklich sagen, es war erstmal eine riesige Portion. Also ich war auch gerade richtig am Kämpfen, dass ich das aufbekomme. Aber es war sehr, sehr lecker. Also gekostet haben die beide so circa 15 Dollar. Also jeweils ist jetzt auch nicht mega billig, aber für einen Salat. Und ich weiß, dass sowas in Deutschland kostet. Ich kenne ja diese ganzen Salatläden und so, diese Dingsläden, die sind ja alle mega teuer. Dementsprechend ist eigentlich okay. Und ich würde dem Ganzen so eine 9 von 10 geben. War ein sehr guter Salat. Ich bin jetzt eh nicht so der große Salatfan, aber er war extrem lecker. Ich habe ihn aufgegessen, das heißt schon einiges. War mal gut für zwischendurch, mal was Gesundes zu essen. Nicht immer diese ganze Fastfood-Scheiße. Jetzt bin ich gestärkt und jetzt können wir auch langsam schon zum Flughafen. Und das wäre es auch, glaube ich, schon mit diesem Video. 3 Tage später. Da bin ich wieder. Das Video ist vorbei und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst dem Video wie immer einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und folgt auch sehr, sehr gerne Sacrolite bei Instagram, hier unten wieder eingeblendet. Heute um 18 Uhr kommt der Post. Lasst Feedback auch zum Video da, wie hat es euch gefallen und ja, viel mehr habe ich nicht zu sagen. Das war, by the way, das letzte Video aus New York. Das nächste Video, was ihr seht, wird die Kollektionsvorstellung. Wird auch sehr geil. Ansonsten noch eine schöne Woche. Wir sehen uns und ciao.